Hallo und willkommen bei Sonne, Sand, Meer, Tarot. Ich bin Daniela und das ist die Tarotbotschaft für das erste Monatsviertel des Juni, also für den Zeitraum vom 1. bis 7.6. Ja, und ich habe ja eine Weile schon mal diese Tarotbotschaften auch wöchentlich gegeben und habe mich dabei nach dem Kalender orientiert, also immer nach den Wochen. Das heißt, diese Botschaften gingen immer vom Montag bis zum Sonntag. Und ich bekomme jetzt gerade von meiner geistigen Führung, dass ich wieder auf ein Wochenformat gehen soll, weil einfach mehr Botschaften kommen gerade. Und dass es aber so ist, dass ich nicht auf den Wochenkalender schauen soll, sondern den Monat in vier Viertel unterteile. Es gibt also diese erste Legung vom 1. bis 7. Juni und danach wieder eine vom 8. bis 14. und so weiter. Also das gibt es jetzt erstmal. Das kann dann auch mal wieder einen Zeitraum von 2 Wochen abdecken. Ich muss mal schauen, wie es durchkommt und gehe ja einfach da immer so nach meiner inneren Führung und von dem her ist das für den Moment einfach ein neues, kein neues Format, aber eine neue zeitliche Aufteilung. Und dann schauen wir nach der Grundenergie für diesen Zeitraum, für die Feuerzeichen, also für den Löwen, den Widder und den Schützen. Und ich habe hier die persönliche Kraft. Und die persönliche Kraft sagt, ich ermutige dich, der Meister deines eigenen Schicksals zu sein. Das ist also eine Karte, die uns daran erinnert, dass die Kraft in allen von uns wohnt, dass diese Kraft allgegenwärtig ist und dass wir unsere persönliche Kraft auch zu jedem Zeitpunkt anzapfen können. Und wir befinden uns ja gerade auf dem Weg zur Sommersonnenwende. Und die Sommersonnenwende ist einfach auch ein sehr lichtvoller und sehr kraftvoller Zeitpunkt im Jahr, wo wir quasi unsere persönliche Kraft auch nochmal pushen können, multiplizieren können, einfach mit der Energie verbinden können, die jetzt gerade da ist auf der Erde. Und die wir nutzen können, um eben das zu manifestieren, was wir uns wünschen. Und damit werden wir dann eben auch wiederum zum Meister unseres eigenen Schicksals. Und dann schauen wir tiefer hinein in diese Energien für den Löwen. Die Mondkarten sagen, du darfst eine kraftvolle Veränderung erwarten. Ja, eine kraftvolle Änderung, entweder in Bezug auf deine persönliche Kraft oder eben dadurch, dass du in deine Kraft trittst und sie aktiv nutzt. Wir schauen weiter in die Tarotkarten. Ich ziehe wieder 3 Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung, die zweite der Rat der geistigen Welt und die dritte ein mögliches Ergebnis, das immer mit dem Denken, Fühlen und Handeln zu tun hat. Und wir haben hier die Königin der Kelche. Die 6 der Stäbe und den Ritter der Scheiben. Also, die Königin der Kelche, die Kraft der Königin der Kelche liegt in ihren Gefühlen und in der Meditation. Und auch wenn der Löwe ein Feuerzeichen ist, haben natürlich auch die Löwen diese meditative Komponente. Ja, ich meine, der Königin der Kelche, der liegt das ein bisschen mehr im Blut. Aber auch für den Löwen ist es natürlich möglich, sich mit der Welt der Gefühle zu verbinden. Ja, mit dem, was in uns ist. Und in uns liegt eben auch so diese persönliche Kraft. Wir haben hier den Mond. Und der Mond ist eben auch wieder eine Karte der Intuition, eine Karte der Wasserwelt, ja, wo es wirklich darum geht, sich selbst zu reflektieren und aus dieser Selbstreflexion heraus in unsere Kraft zu treten. Und was die geistige Welt sagt, ist, wenn du in deine Kraft trittst, wir haben ja hier die 6 der Stäbe, was wiederum Feuerenergie ist, wenn du in deine Kraft trittst, dann kann dich nichts und niemand aufhalten. Ja, das schafft dann einfach niemand.
Und wir haben hier unten die sechs der Kelche. Und das ist eine Karte, die sagt, dass dir einfach alles, was damit zusammenhängt, ja, alles, was um dich herum geschieht, wenn du in deine Kraft trittst, ist etwas, was dir zugetan sein wird und was dir einfach sehr viel Freude bringt, ja. Du wirst es genießen, siegreich und erfolgreich zu sein. Und diese Kraft, die kommt aus dir selbst heraus. Von dem her ist es für dich ganz wichtig, jetzt auf dem Weg zur Sommersonnenwende wirklich in deine persönliche Kraft zu treten und dein Leben selbst in die Hände zu nehmen. Ja, aus der Intuition, aus der inneren Inspiration heraus zu handeln. Du bist als Löwe ein Feuerzeichen, ja? Das heißt, in dir haben wir gepaart diese Intuition des Wassers und der Königin der Kelche, diese Reflexion, die der Mond ermöglicht, in Verbindung mit dieser Inspiration des Feuers. Und das ist etwas, das macht dich siegreich, das macht dich erfolgreich, das hilft dir, deine Visionen umzusetzen. Und das, was in dieser Woche möglich ist, ist erstmal nur ein erster Schritt. Ja, ein erster Schritt von viel Arbeit, die noch kommt. Wir sehen hier bei dem Ritter der Scheiben, der sieht hier, was er schon an Ernte eingeholt hat und sieht aber auch, was er einfach noch einzuholen hat. Ja, das heißt, die Mühen hier und dieses Treten in deine persönliche Kraft versprechen dir einen hohen Ertrag, eine hohe Ernte. Ja, und es kann sein, dass du eben hier dich auch auf eine Reise machst an neue Ufer. Ja, dass das wie ein erster Schritt ist in deine Kraft, dem viele weitere Schritte folgen werden. Und wir schauen hier eben in dieser Woche erstmal so in diesen ersten Impuls. Im ersten Impuls, was diese persönliche Kraft angeht, haben wir ja hier dieses Reflektive, dieses nach innen schauen, aus dem Innen heraus nach vorne gehen, ja? Und diese kraftvolle Änderung, die dir so viel Freude bringen wird, die kommt aus dem Innen heraus, ja? Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und kann dich eben hier entweder auf eine innere oder auf eine äußere Reise schicken. Ja, und du bist auch hier von innen heraus geführt und aus der geistigen Welt beschützt. Und hier kommt noch eine Orakelkarte für dich. Ich habe hier den Herzensführer, beziehungsweise auch den Schützer des Herzens. Und sie sagt, liebe und erlaube dir aber auch geliebt zu werden. Liebe und erlaube dir geliebt zu werden. Trete in deine Kraft, denn die größte Kraft, die wir in uns haben, ist auch immer so diese Herzenskraft, ja. Die Kraft, die aus dem Herzen kommt, die aus den Fühlen kommt, die aus der Introspektion kommt, aus der inneren Sicht. Ja, und lass das ein bisschen mehr nach außen treten. Lass dieses innere Licht jetzt in dieser Zeit des Jahres auf dem Weg zur Sommersonnenwende Tag für Tag ein bisschen weiter, ein bisschen mehr nach außen strahlen. Und wir schauen dann in der nächsten Woche vertieft in dieses Thema hinein. Ja, lieber Löwe, das sind deine Karten für die erste Woche im Juni. Wie gesagt, so ein Eröffnungsreading, ein Grundlagenreading für das, was noch kommt. Wenn dir die Karten gefallen haben, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich immer von Herzen. Alles Liebe. Und natürlich ist es auch immer möglich, diesen Kanal hier mit einer Kleinigkeit zu unterstützen, beispielsweise mit einem Kaffee für eine Kaffeepause. Denn dieser Kanal hier ist sehr, sehr arbeitsintensiv und von dem her bin ich sehr dankbar für jegliche Form von Unterstützung aus dem Publikum, von den Leuten, die regelmäßig zuschauen. Und in den letzten Wochen und Monaten hat mich auch schon der eine oder andere Kaffee erreicht, auch die eine oder andere Spende, mal kleiner, mal größer. Und von dem her ist es etwas, was mir einfach auch sehr, sehr viel Freude macht. Ja, es ist nicht einfach nur ein Kaffee, es ist eine Geste, die mich von Herzen freut und
die mich auch ermutigt, weiter diese viele Arbeit hier in den Kanal hineinzustecken, weil ich einfach weiß, dass es da draußen Menschen gibt, denen das wirklich etwas wert ist. Ja, von dem her, alle Infos dazu findest du auf meiner Internetseite, den Link dazu unter dem Video, und ich sage einfach schon mal vielen Dank und alles Liebe.